Sobald ich hier ein bisschen gemacht habe. So. Bist schon wieder ernsthaft? Alles Schleifer. Ja, Selbstverständlich, wir werden am Preistag unser eigenes Portier Kochduell veranstalten. Aha. Da kann ich eh nicht mehr machen. Ich kann auch nicht kochen. Was? Drei Manganstahl? Mehr habe ich nicht gemacht? Boah. Krass. Aber gut. Axt. Spitzhacke brauche ich auch nochmal. Zwei. Boah. Mal gucken, wie nehmen. Heller Ofen. Live-Maschine. Stahlhülle. Aha. Alarm, Stahlplatte und Schweißstahl. Krass. Für so mega Rezepte. Gut. Mal kurz die Kühe streicheln. Denn schauen wir mal, dass wir mal eben X Sachen holen. Also zwei kleine Motoren, 10 Carbon-Dinger. 10 Carbon. Ups, falsche Taste. Die brauche ich. So. Dann. Achso, ich falsch reingelegt vorhin sogar. Dann brauche ich noch die Deckenleser. 6. Und Zinnlegierung 3. Zinnlegierung 3 Stück. Und Glas, genau. 6. So. Hab ich alles da? Und dann gehe ich mal los. Ich will mal was testen. Ich möchte hier jetzt gerne mal die Montage Dings auf 2 bringen. Vielleicht kriege ich ja dann wirklich die Kochplatte oder so. Ich habe hier deswegen keine bekommen. Hier ganz, hier, guck mal. Okay. So, Plan B, irgendwas. Eine Spieluhr für 700. 400. Okay. Gut, machen wir. Machen wir. Brauche ich denn für Montage 2? 20 Eisenbarren, 20 Steinziegel, 5000 Gold. Habe ich das? Wollte nicht. Hölzerne Spieluhr. Kann ich sogar machen. Cool. Direkt. Das ist geil. Dann gucke ich mal, wie ich die 20 Eisenbarren und die 20 Steinziegel. Eisenbarren bestimmt. Ja. Aber Steinziegel glaube ich nicht. Doch. Boah. So. Oh, soll ich vielleicht mitnehmen? Wäre eine Maßnahme. Dann hol ich mir das Geld. Dann gehe ich hier weiter. Und danach werde ich gleich aufhören. Also den Tag mal hier noch zu Ende und dann haben wir Schluss für heute. Reicht das? Dann habe ich wieder meine knapp 6,5-7 Stunden und dann mache ich Feierabend.
Ja, willkommen zurück, Twink. Du hast gerade gesagt, den Tag mache ich noch zu Ende und dann Ende. Dann gehe ich mal zu meinem Werk rüber. Aber guck mal hier, die will ich nochmal verbessern. Ach du Scheiße. Lass ich denn an? Hier. Toll. Kann man die noch höher machen? Da geht noch einer. Oh, okay, warte mal. Muss ich mir aufschreiben? Übel. Shit, ist das denn? Die wir vorher schon Alter. Hier, pass auf. Zweitens. Ich mal. Karte. Alu. Einmal. Baukran. Bei Silikon-Chipsets. Silikon-Chipset, genau. Und. Und 50.000 Gold. Krass. Also das ist wirklich ein fettes Ding. Hätte ich ja nicht mehr gerechnet. Das überrascht mich gerade richtig hart. Aber sowas von. Übelste Hammer. Wow. Wo baue ich denn jetzt? Alle Schleifer von Level 2. Oh, den hatte ich ja schon. Was? Okay. Aber was Neues habe ich nicht. Aber ich weiß, ich brauche jetzt dringend die 30.000. Aber jetzt ist ja wirklich alles hier voll. Wow, ich muss zum Beispiel von oben noch Sachen anbringen und so. Hammer, nicht schlecht. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Gut. Haben wir hier Manganstahl. Kommt bei Erz und Verarbeitung. Oh, ich bin gerade voll geflasht. Ja. Gucken wir mal hier der Aufzug. Den machen wir als nächstes. Nein, hier die Panda-Maus-Plage. Wir brauchen den Ghetto Blaster. Den machen wir als nächstes, komm her. Der Ghetto Blaster. Wo ist er? Da. Bauen. Kupferspulen. Machen wir uns hier dran. Davon eine. Da fehlt uns der Eisenbahn. Eisenbahn und blaues Leder. Blaues Leder? Und blaues Leder. Und Beute. Okay, dann nochmal gucken. Wir werden fürs nächste Mal schon mal auf dem Eisenbahn anschmeißen. So, die Kupferspuren können wir schon reinlegen. Dann ein Lederhorn. Ach so, ja. Und kleine Silikonchips. 2 Stück. Irgendwo bei Fertigung. Genau.
Davon zwei. Ja gut. Dann einmal wieder zurück zur Fertigung, die wir reinlegen. Blaues Leder. Eisenwaffen. Der Kopfwaffen haben wir noch. Gut. Das haben wir eigentlich noch gut vorgearbeitet. Lassen wir erstmal. Hier machen wir nochmal hier aufsammeln, die ganze Scheiße. Die können wir noch streicheln. Ah, hier haben wir schon. Ja, was sollte machen wir jetzt heute? Los. Einlagern. Dann werde ich nachher nochmal ein, zwei Dinge so machen. Ich werde dann Pause gehen. Lass es so an. Sag auf jeden Fall schon mal nochmal an den Marcel. Danke fürs Abo. Danke fürs Follow, für die Host und so. Das war richtig super heute. Und dann sehen wir uns dann wahrscheinlich morgen wieder. Irgendwann. Und ich wünsche auch eine gute Nacht, Twink. Haust rein. Und bis zum nächsten Mal, ne? Tüdelü. So. Jetzt, nachdem ich zwei Stunden bei meinem Zwerg saß, habe ich einen neuen Kaffee. Bin immer noch tiefenentspannt und, also wirklich tiefenentspannt und hochmotiviert und will unbedingt diesen Tag noch zu Ende spielen und wahrscheinlich noch viel, viel länger. Boah, jetzt leckt sie gerade erstmal eine Runde. Warum auch immer. Jetzt geht's wieder. Sehr gut. Ich dachte so, nein, warum leckt das jetzt? Aber es geht. So, wir wollten das Werkzeug fertigen. Wir brauchen dafür noch die Kassettenkiste. Die habe ich nicht gemacht. Warum nicht? War damit? Das ist jetzt zwei Stunden her. Ich bin schon wieder voll raus. Mir fehlt ein Eisenbahn. Genau. Das Lederhorn geht nicht, weil ich blaues Leder brauche. Beute. Ich wollte noch... woher kriege ich blaues Leder? Ich habe, glaube ich, schon blaues Leder, aber ich weiß nicht woher. Oder? Habe ich das schon? Tierzeug. Tierjobs. Nein, ich habe noch kein blaues Leder. Woher kriege ich blaues Leder? Geh jetzt mal zu der neuen Mine hin, nochmal. Zu der ganz gefährlichen da hinten. Und schau mal, ob ich da noch irgendwelche Mobs nicht geklatscht habe und das mal probieren kann. Vielleicht habe ich ja irgendein Vieh übersehen. Wer weiß. Aber gerade schon ein bisschen laggy, ne? Da habe ich hier eine blaue Hüte, aber kein Leder. Gibt es irgendwelche blauen Kängurus oder so, die man klatschen kann? Jetzt mal ganz ohne Witz. Woher kriegt man bitte blaues Leder? Hier ist ein dicker Kristall auf jeden Fall, den ich nicht abbauen kann. Geht das denn schon? Drück doch mal den Splitter rein. Dauert ein bisschen, aber geht. Und nachher kriege ich sowieso hin, weil dann mache ich meine Spitzhacke noch ein höher. Meine Axt habe ich ja schon. Auf der Endstufe. So, was kriege ich jetzt hier raus aus dem riesigen Kristall? Natürlich. Gerade mal 12 Kristalle. Na klar. Sehe ich genauso. So. Ich glaube, wir sind mal ein bisschen durch die Gegend und schauen, ob ich hier welche Tiere finde, die mir vielleicht blaues Leder geben können. Währenddessen haue ich nochmal ein paar Vögel kaputt. Vielleicht geben die mir das ja doch. Weil die haben so eine blaue Hüte auch, ne? Diese, wie sind die Dinger? Irgendwas mit Haaren. Auf jeden Fall überleben sie nicht lange. Die sterben relativ schnell. Hier bin ich jetzt. Okay. In die Richtung gehe ich jetzt. Oder muss ich vielleicht in der Mine irgendwie klarkommen oder so? Warte mal hier.
Floppies. Wie süß. Wie putzig. Und die geben wir Floss leider. Huso. Hallo. Du schießt mich gerade noch mit Eis nebenbei, aber. Das war mega putzig, die Viecher. Aus wie so. Oh, Floppy. Hackverknarre. Uiuiui, so. Genug rumgepimpert mit denen. Die geben mir für blaues Leder, was ich brauche. Und gelbe Fliegen. Etwas klein, eignet sich gut für den Hals einer Poppe. Okay, das ist Beute und ich habe noch keine Ahnung, wofür ich es brauche. Und hier gibt es dann so mega Schlobbiers. Ah ne, das Ding heißt dann Floppy. Und ich sterbe gleich. Oh oh, wenn ich sterben. Sind die Vögel? Mhm. Level 29, geil. Und mein Leben ist hier voll. Hui, geil. So. Ich glaube, so langsam sollten wir mal auf Sachen wie auf Schaden oder Leben gehen. Ich habe jetzt mal auf ein bisschen mehr Schaden. Das gibt mir dann 12% mehr. Weil wir machen nämlich mega wenig Schaden im Endeffekt und mehr Leben bräuchten wir eigentlich auch mal. Guck mal, der hat doppelt gekillt. Der Floppy will auch gerne killen eigentlich, ne? Aber Alter, macht das viel Schaden. Leck mich am Arsch. Leder hätte ich eigentlich schon gerne, bevor ich sterbe, ne? Aber ich habe 6, ich brauche glaube ich... Ich glaube, ich brauche noch ein bisschen mehr. Ich muss eigentlich nur einmal ausweichen, deren Blizzard-Angriff da, und dann... habe ich schon so weit, weil ich brauche nur eine Combo, um die zu killen im Endeffekt. Oh, es laggt. Ich bin tot. Ich hoffe, ich habe jetzt genug Leder gesammelt. Moin. 9 Leder, reicht das für den Scheiß, den ich hier machen muss? Fertigen. Das Lederhorn, jawoll! Einmal bitte, dankeschön! Aber cool, gesucht und gefunden. Und was? Du verarschst mich. Ich habe gerade gelesen, ich brauche... ich brauche 2 Lederhörner. Das ist voll uncool. Na gut, dann machen wir das halt nochmal. Gott. Aber ich habe auch gerade gesehen, ich habe jetzt genug Eisenbarren, um mir mal eben kurz die Kassettenkiste zu machen. Dann können wir jetzt die schon mal reinmachen. So. Was fehlt uns dann gleich noch? Guck mal hier, Bronze. Ach, Bronzeplatten muss ich noch machen. Die habe ich ja voll vergessen anzuschmeißen. 8 Stück. Dauert nur 12, 13 Stunden. Kein Problem. Aber. Ich muss echt etwas Weiches für meinen Arm, ey. Aber. Was mich gerade am meisten stört, ich sehe nicht, wie lange ich schon aufnehme. Das sieht man nicht. Muss ich mir nochmal angucken, Mann. Aber ich möchte jetzt nochmal da hingehen und nochmal kämpfen eigentlich, aber ich habe nichts mehr zu essen gerade. Ich muss mal kurz gucken, ob ich noch was zu mampfen meiner Kiste habe. Nahrung. Kann man das auch benutzen im Inventar? Nee, ne?
Guck mal jetzt. Einfach hochfressen. Wir haben fast 100 Steaks, Mann. Also nicht 100 Fleisch. Ja, guck mal, sind wir ja voll. Und jetzt gehen wir nochmal zurück. Dann gehen wir die Schlurpis nochmal hauen. Mit die Putze hier. Mir gefallen die. So, ich muss nochmal gucken, wo die waren. Hier geht's hoch, zurück zum Eingang. Dann kommen die Vögel und da hinten irgendwo sind, glaube ich, die Schlurpis. Schlurpi war Level 25 und war mega stark. Der war voll gemein zu mir. Ich mag keine gemeinen Tiere. So, hier sind sie. Die Schlurpi. Alter, das Vieh ist ja mal übel der Burner. Dieses Schlopi-Ding. Das holt mich anscheinend wie voll. Und dadurch mal kriege ich mega viel Schaden, also so um die 100. Wow. Wo kommst du denn her? Also von dem Flopi halte ich mich definitiv noch fern. Das Vieh ist noch zu stark für mich. Ach, bei seinen komischen Tränen, die zu viel Damage. Das will ich nicht. Bei dem habe ich noch Angst. Okay, da haben wir jetzt. Ich hab vergessen, wie viel ich brauche für einen. Jetzt haben wir einfach bis ich 10 habe und dann. Oh, lass mich mehr. Ah. Wenn der Flopi irgendwie so ein Magma-Ding wäre. Der heult tatsächlich. Seine Tränen sind sowas von giftig anscheinend. Jetzt will ich ihn besiegen. Hoffe ich. Ich bin wirklich 0. Oh, oh, oh. 31 Leben. Okay, die machen wir jetzt alle kaputt. Heul mal kurz ein bisschen weniger, bitte. Hör mal auf zu heulen, Mann. Oh, er heult wieder. So, jetzt mach ich ihn kaputt. 690 und ich hatte sogar noch. Oh, wie süß, der hat sogar noch einen Heulsound gehabt beim Sterben. So, jetzt haben wir genug gekillt. Ich hab voll Angst, ich bin fast tot. Uiuiuiui. Und es ist eh schon spät. Ich fahr gleich eh wieder um. Hm? Ja, aber er sagt mir auch schon um 2 Bescheid. Hier müsste doch die Haltestelle irgendwo sein. Habe ich da vorne. Bei dem Regen nur kaum was. Dann habe ich natürlich noch die wunderbare Sicht. Jungfrau. Bitte töte mich. Vögel. Das sind Vögel, die können fliegen. Ein Hahn kann nicht wirklich fliegen.
So, jetzt haben wir über das Leder. Echt drauf. So, jetzt machen wir hier das Leder. Horn, wenn es nicht geht, weil wir keine Kupferspule haben. Kupferspule, wo war sie denn? War die nicht auch irgendwo hier? Machte man die nicht hier irgendwo? Die Kupferspule? Kupferspule, ne? Ich vergesse jetzt, wo man diese Kupferspule macht. Kupferklinge, Kupferdraht. Ah, die brennt man sich doch, oder? Nee. Macht man die da nochmal? Ich hab das jetzt jedes Mal, dass ich nach der Kupferspule gucke. Jetzt bin ich umgefallen. Weißt du morgen? Was? Weißt du morgen? Weißt du?